Gemäß dem eigenen Werbeauftritt besitzt das Weihrer Frischheitsmuseum in Köln eine der wichtigsten Sammlungen mittelalterlicher Malerei weltweit. Es einzurichten war allerdings nur möglich, weil einst in Köln ein Mann lebte, der seine Stadt liebte und ihr deshalb seine umfangreichen Sammlungsschätze hinterließ. Ferdinand Franz Wallraff. Heute, vor 275 Jahren, wurde er geboren. Der Stichtag mit Thomas Hartmann. Du, o Natur, o große Mutter der Dinge, sei du mein Hymnus. Ach, reiße mich in Entzückungen hinauf, mit Harmonien, dir ähnlich, zu singen deinen erhabenen Gesang. Der Mann, der hier die große Mutter der Dinge besingt, wird ob seiner Dichtkunst von den Zeitgenossen geschätzt. Zumindest im Rheinland. Von der Muse Glanz und Glorie ist da schon mal die Rede, wenn man von ihm spricht. Sein Hymnus an die Natur erscheint 1779 im kölnischen Enzyklopädischen Journal. Aber das Dichten, es ist nur eine Facette im Leben des wissbegierigen und vielseitig interessierten Ferdinand Franz Wallraff. Einige Jahre später wird der 1748 geborene und 1772 zum Priester geweihte Sohn eines Schneidermeisters an die medizinische Fakultät der Kölner Uni berufen. Als Professor für Botanik weiß Biograf Klaus Müller. Wallraff, der darüber hinaus am Gymnasium Philosophie lehrt, möchte seine Zuhörer zu naturwissenschaftlich bewanderten Persönlichkeiten mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik heranbilden. Zu, wie er es einmal formuliert, Kennern, zu kritischen Beurteilern und, wo Geist und Kraft dazu ist, zu Selbstschöpfern des Schönen. Auch Wallraffs Sammelleidenschaft ist mit diesem erzieherischen Zweck verbunden. Obwohl mit hoher Wahrscheinlichkeit die Grenze zwischen der persönlich befriedigenden Jagd nach dem einzelnen Objekt und der Möglichkeit, anderen wertvoll Ästhetisches zu präsentieren, als fließend angenommen werden kann. Selbst ein Goethe zeigt sich von den Sammlungen beeindruckt. Vorzüglich aufmerksam auf römische Altertümer, Bildwerk, Münzen, geschnittene Steine und Inschriften, hat er zugleich neuere Kunstwerke aller Art, Gemälde, Handzeichnungen und Kupferstiche, Bücher, Handschriften an sich gebracht. Gleichwohl teilt der Wahlweimerer die Einschätzung anderer, dass die Sammlungen des 1788 zum Doktor der Medizin promovierten Wallraff den Geruch des Durcheinander vermitteln würden. Dieser schwer zu übersehende Vorrat konnte weder zu einigem Genuss noch zum Unterricht anderer jemals geordnet werden, weil selbst die dem Sammler späterhin gestattete freie Wohnung nicht Raum hat, so viel zu fassen, geschweige gesondert aufzustellen. Aber das mindert nicht den Wert. Und obwohl Wallraff immer mal an seine Heimatstadt herummäkelt, etwa dass sie an den Schulen ein ganzes Jahrhundert der Aufklärung hinterherkröche oder dass gute Pläne hier unausführlich sein, als leidenschaftlicher Kölner, der Angebote aus anderen Orten zeitlebens in den Wind schlägt, bleibt ihm keine Wahl. Er hinterlässt seine Reichtümer der Stadt gegen eine angemessene Pension und unter der ausdrücklichen, unnachlässigen Bedingung, dass meine Kunst, Mineralien, Malerei, Kupferstich und Büchersammlung zu ewigen Tagen bei dieser Stadt und Gemeinde zum Nutzen der Kunst und Wissenschaft verbleiben, derselben erhalten und unter keinen erdenklichen Umständen veräußert und derselben entzogen werden soll. Klare Vorstellungen hat er gehabt, Ferdinand Franz Wallraff. Und man achtet sie brav bis heute in Köln im Wallraff-Richartz-Museum.